So, Herr Fischer, wir sind hier zu Gast in Göttelborn. Sie sind nicht zum ersten Mal hier. Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie hier im Saarland gelandet sind? Kommen wir mit Jörg Gruber, ist das zustande gekommen. Ja, das hat Gespräche gegeben und mittlerweile ist es ein fester Standort, wo wir immer über 60 Kinder haben. Wunderbar. Und ideal, weil hier auf Kunstrasen, da gibt es kein schlechtes Wetter, man kann immer gut trainieren. Ja. Und wir finden uns hier unheimlich wohl im Saarland, kommen gerne hierhin, auch die Trainer, die schon öfter dabei waren. Und weil es gut organisiert ist, alles passt und von daher, ja, die sind zufrieden, wir sind zufrieden, also kann es so weitergehen. Ja. Und Sie haben auch noch weitere Standorte hier im Saarland, an dem Sie tätig sind, nicht? Fußballschulen abhalten. Ja, wir sind in Eppelborn, wir sind in Winterbach, in Neunkirchen-Hangert sind wir und wahrscheinlich kommt ein Standort noch dazu im Herbst. Ja. Ja, und wir sind, so wie es aussieht, im Saarland am meisten vertreten. Prima. Vielen Dank. Jetzt haben wir hier noch einen Saarländer zurückgekehrt, aber Sie leben gar nicht mehr im Saarland, Herr Zewe, oder? Nein, ich bin ja hier aus Stenweiler und bin aber dann nach meiner aktiven Zeit bin ich in Düsseldorf hängen geblieben. Ich bin ja 72 gewechselt nach Düsseldorf und bin mehr oder weniger seitdem lebe ich halt in Düsseldorf. Ja. Und Sie kennen den Herrn Fischer jetzt auch aus dem Fußball, klar. Wie ist die Zusammenarbeit entstanden? Ja gut, das war irgendwann mal so Thema gewesen. Wir haben uns getroffen beim Golfspielen und dann haben wir uns da so ausgetauscht. Der Klaus hat gefragt, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Und ich bin ja mittlerweile, glaube ich, auch schon 10 Jahre oder sowas, bin ich ja auch schon mittlerweile bei der Klaus Fischer Fußballschule und mache das also sehr gerne. Und natürlich ist das wunderbar, wenn ich dann hier im Saarland bin. Ich wohne dann bei mir und bei meiner Schwester zu Hause im Elternhaus. So, das ist dann also einfach so eine persönliche Geschichte. Und freue mich also immer, wenn ich in den Ferien, das heißt, sind wir ja 3 oder 4 Wochen zusammenhängend hier in den großen Ferien hier. Und wenn ich dann also nochmal nach Hause kommen kann und dann aber auch gleichzeitig die Fußballschule mitgestalten kann. Ja. Vielen Dank. Ja, und nun sind wir bei Akim Khalil. Habe ich das richtig ausgesprochen? Richtig, ja. Sie sind syrischer Nationalspieler. Ja, richtig, ja. Wie sind Sie hierher gekommen? Ja, ich war schon mal Sie in Fußballschule, oder? Ja, also generell, wie sind Sie überhaupt mal nach Deutschland gekommen und wie kommt es dann, dass Sie mit dem Herrn Fischer hier zusammenarbeiten? Ja, genau, ich habe einen Traum gehabt immer, dass ich immer eine Liga spiele. Das war immer, man träumt immer, wenn man Fußball spielt. Und ich habe einen Traum gehabt, dass ich in Deutschland spiele. Und ich bin hergekommen, aber ich war verletzt damals. Ich bin hergekommen, dass ich Fußball spiele. Ich war bei FC Freiburg war damals, aber okay. Ich habe nicht geschafft, weil ich habe kaputte Knie gehabt. Ich habe versucht, aber ich habe nicht geschafft. Und danach durch die Kontakte, wenn man Ball verliert, man arbeitet in diesem Bereich und viel und vom Herz auch. Und durch die Kontakte, ich habe Klaus kennengelernt, auf Fußballschule kennengelernt auch. Und der erste Schritt, dass man so wie Trainer arbeitet, ist schon so einfach, ist es nicht. Mhm. Aber ich habe mich so gefunden, dass ich mit Kindern gerne arbeite, weil ich habe Kunst studiert auch. Und ich weiß, die Kinder, die haben sein eigenes Leben. Auch da hat er mich viel geholfen, dass ich kann die Übungen auch richtig Kinder beibringen und macht das Spaß bei mir. Ich bin auch ein Mensch, ich habe gutes Herz, ich habe Kinder auch und wenn ich arbeite mit Kindern, ich weiß ganz genau, was vom Wert haben das auch. Ja. Und da freue ich mich, wenn ich arbeite mit Kindern auch vom Herzen. Ja, ja. Prima. Dann vielen Dank. Dankeschön auch. Vielen Dank. Bis bald. Danke.